der Vergangenheit, liebe Zuschauer, haben wir Ihnen schon einige Einrichtungen für Senioren in unserer Stadt vorgestellt. Seit Juni vergangenen Jahres gibt es auf der Ossietzky-Straße den eingetragenen Verein Hilfe für dich. Hierhin führt uns unser nächster Beitrag. Wir wollen Ihnen zeigen, welche vielfältigen Angebote die Senioren hier nutzen können. Das ist Andreas Schelenz. Bedürftigen Menschen zu helfen, ist sein ganz besonderes Anliegen. Dazu hat sich unser Verein formiert, aus dem Grund heraus, dass wir letztendlich seit 2006 das ehrenamtlich betrieben haben. Das hat natürlich den Rahmen gesprengt zu Hause, von zu Hause aus. Deshalb haben wir 2010 den Verein gegründet. Als Geschäftsführer des eingetragenen Vereins Hilfe für dich hat Andreas Schelenz dafür viele Möglichkeiten. Seine besondere Aufmerksamkeit gilt der Betreuung von älteren Bürgern und hilfesuchenden jungen Familien. Den Senioren die Möglichkeit geben, sich hier wieder soziale Kontakte zu suchen, nicht alleine zu Hause zu sitzen, mit ihren Problemen und Nöten zu uns zu kommen, beziehungsweise auch mit den anderen Menschen darüber zu sprechen, ihre Erfahrungen auszutauschen oder über vergangene Zeiten zu sprechen. Dabei kann er sich auf die Mithilfe seiner eigenen Familie ganz bestimmt verlassen, denn sie sind alle ehrenamtlich dabei. Das Hilfsangebot des Vereins hat sich schnell herumgesprochen. Seit Juni vergangenen Jahres nutzen vor allem die Bewohner des Meißner Triebestahles die Angebote in den Räumen auf der Ossietzky-Straße 27. Und hier, wie gesagt, ist jeder willkommen, jeder Senior, jeder Hilfebedürftige, und er muss nicht Mitglied sein. Es ist von Vorteil, dass der Stadtbus direkt vor der Haustür hält. Damit kann die Einrichtung auch von Bewohnern anderer Stadtteile besucht werden. Mit dem Bus, da bin ich froh, wenn ich drinnen bin und auch, wenn ich wieder raus bin. Ohne hinzufallen. Die Räume des Vereins sind von Montag bis Freitag jeweils von 8.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Jeden Tag zur Mittagszeit ist fast jeder Platz des Gemeinschaftsraumes besetzt. Man trifft sich zum Mittagessen und oft auch zum anschließenden betulichen Schwätzchen. Auch das Essenkochen ist eine Gemeinschaftsarbeit. Es werden täglich ungefähr 50 Portionen von Andreas Schelenz und seiner Frau gekocht. Jede Portion kostet 2,50 Euro. Das Essen schmeckt sehr gut, ist auch sehr reichlich, für mich immer zu viel. Dass ich nicht kochen brauche, das ist für mich das Schönste, was es gibt, weil ich das gar nicht mehr bringe. Mein Mann ist 14 Jahre tot und da habe ich das verlernt. Täglich werden ca. 12 Essensportionen zu Pflegebedürftigen in die Wohnung gebracht. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Ne? Danke. Diese Leistung wird von den Betroffenen mit großer Dankbarkeit entgegengenommen. Oh, danke. Ich freue mich jedes Mal, wenn der Herr Schelenz kommt und mir wirklich das Essen bringt. Und das hilft mir sehr gut, weil ich Oberschenkelhalsbruch habe und mich selber jetzt nicht kochen kann. Jeden Nachmittag gibt es zu einem kleinen Preis Kuchen, den Frau Schelenz selbst gebacken hat. Das ist die Gelegenheit für ein gemütliches Zusammensein, die rege genutzt wird. Da man nur alleine ist, da ist es besser, wenn man an den Tisch sitzt mit anderen zusammen. Der Mittwochnachmittag ist dabei dem Spiel gewidmet. Die beliebtesten Spiele sind Rommy und Mensch ärgere dich nicht. Donnerstagnachmittag werden Filme angesehen. Auch Familien mit Kindern nutzen diese Betätigungen. Die Kleiderkammer wird vor allem von jungen Leuten genutzt. Aber auch die älteren Besucher finden hin und wieder ein Stück für einen geringen Preis. Jeden Vormittag nimmt sich Andreas Schelenz Zeit, Fragen und Probleme mit seinen Gästen zu besprechen.
Und heute bekomme ich von der Post einen Brief und brauchte Ihren Rat, wie ich verfahren soll. Na klar, schauen wir mal nach, Frau Kirsten. Da haben wir hier wieder einen Brief von Ihrer Rentenversicherung und den müssen Sie letztendlich mit zu Ihren Unterlagen abheften, damit Sie dann auch wissen, was die Rentenanpassung und so weiter dann ist. Ja? Das gut. Tun wir dann wieder in Ihren Unterlagen ablegen. Mit dem Verein Hilfe für Dich hat Andreas Schelenz viele Menschen erreicht, die die Hilfsangebote für sich in Anspruch nehmen und damit ihr Leben bereichern. Und wir kommen sehr gerne hierher. Das kannst du mir gar nicht vorstellen, wenn wir nicht mehr hierher gehen. Das hat uns noch gefehlt. Da sind wir schon am Nachmittag nicht mehr so alleine zu Hause. Kinder, wie die Zeit vergeht, könnte man sagen. Denn wir sind bereits schon wieder am Ende unserer Sendung. Wir hoffen, wir konnten Sie am besten informieren. Wir hoffen, wir konnten Sie ein wenig unterhalten. Und freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen zur nächsten Sendung. Aber zwischendurch erwarten wir natürlich Ihre Anrufe am Seni-Uhr, unserem Seniorentelefon. Unter 46 74 62 in Meißen erreichen Sie unser Seniorentelefon. Und zwar immer donnerstags von 10 bis 12. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, bleiben Sie uns gewogen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Ihr Bernd Varkus und das gesamte Team von SEN-TV. Mensch, Paul, was ist denn mit dir los? Ach, Egon, mir juckt seit 14 Tagen die linke Hand. Ich habe das Gefühl, die Merkel erhöht die Rente. Ich habe auch dauernd Gefühle. Mir juckt seit 3 Tagen der Hintern. Ich habe das Gefühl, die bescheißt uns wieder.